Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Call to Arms Gates of Hell Ostfront. Das ist die große Erweiterung von Call to Arms und führt uns quasi in den Zweiten Weltkrieg, wie eigentlich fast alle Spiele heutzutage. Und die Ostfront ist natürlich im Osten von Deutschland, deswegen heißt es ja Ostfront. Wir spielen gegen die Russen, weil im Osten sind bekanntlich nicht die Franzosen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, das ist komplett blind. So wie ich quasi. Ich bin auch komplett blind, deswegen habe ich eine Brille auf. Und ich habe absolut keinen Plan, was uns erwartet. Wir werden wahrscheinlich hart auf die Schnauze bekommen. Was ist das? Nebel des Krieges aktivieren. Versteckt unentdeckte feindliche Einheiten oder deckt sie für alle Spieler auf? Was? Einheiten müssen weiterhin feindliche Einheiten selbst entdecken, um auf sie zu reagieren. Ja, wir lassen hier natürlich an. Wir spielen jetzt natürlich hier nicht Noob-Modus. Wir spielen auf normal. Es gibt ein Filmchen. Ich mache mich weg. Over 1941. What the Germans call Operation Typhoon. Just entered its third week. The final push to capture Moscow proves very hard for the Wehrmacht. Now that the Rasputitsa has frozen solid, the offensive may be moving quicker, but it's also getting very cold and the Germans are not equipped for winter. That doesn't change the fact that they are still in a hurry to get to Moscow. To get there, it is essential to capture the towns along the Moscow highway. This road, one of the few paved roads that lead to Moscow, is absolutely essential to bring forward the reserves and supplies that will be needed for the Germans to capture the Russian capital. In an attempt to trap the 32nd Army, which is defending Vyazma, a two-pronged attack is staged to take the last major town on the highway before Moscow. This mission is part of the North Pinsir, which moves forward to cross the Dnieper River at Klushkovo. The small village will prove a big test. The attackers will need to be very cautious and very quick at the same time. It will be paramount to secure this river crossing as quickly as possible. Okay. Klingt alles äußerst interessant. Ich habe keinen Plan, was uns erwartet. Ich weiß zumindest, es ist ein Kriegsspiel. Ich spiele Kriegsspiele. Es ist ein sehr taktisches Spiel. Es ist ein sehr reales Dingenskirchenspiel. Wir greifen... Ihr habt ja selber gesehen, was unsere Aufgabe ist. Ah, okay. Moment. Was haben wir hier? Eine zerstörte Brücke. Wie wir sehen. Ah, da sind wir. Soldaten! Jawohl. We have orders to clear the roads for the attack on Vyazma. Jawohl, mein Führer. The ahead keeps us from crossing the Dnieper and is sagt heavily der, defended. Sagt der Soldat am Anfang? We must seize the Dnieper crossings and drive the enemy out of this sector. I expect nothing but the very best from all of you. Jawohl. Betreten. Entschuldigung. Bleib mal ernst. Okay, es geht los. Okay, so. Mein erstes Mal Call to Arms. Ist nicht mehr gelogen, habe absolut keinen Plan, was wir jetzt hier machen müssen. Okay, wir haben hier Einheiten. Sieht ein bisschen aus wie Company Furious. Okay. Drehen Sie sich im Kreis. Angriffsoption. Angreifen. Bodenangriff. Okay, Spezialoption. Aha. Okay, 1200 MP. Also 1200 Mobilitätspunkte oder so. Oder was? Wie? Keine Ahnung. Manpower? 1200 Manpower, das könnte sein. So, okay, hier haben wir Angreifen, bla bla. Okay, hier haben wir die ganzen Optionen, die wir so haben. Was ist das hier? Motor ein- und ausschalten. Ach so. Ach so, wir haben Treibstoff. Okay, gut, dann schauen wir uns mal kurz die Situation an. Wir haben ja schon mal was gesehen. Gut, wir sehen hier drüben, das sieht nach einigen Gräben aus. Das ist eine befestigte Stellung, das heißt, da ist höchstwahrscheinlich Mist und Dreck. Das ist auch eine befestigte Stellung. Das ist auch eine Stellung. Ist überall Stellung. Das ist richtig eingegraben hier. I don't like it. Ich habe gehört, dass man hier auch Einheiten direkt besteuern kann. Okay, müssen wir. Das ist eine Artillerie. Die habe ich schon erspäht. Geht mal dahin. Okay. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Angreifen. Bodenangriff. Okay. Kann man dann hier auf diese. Was ist Gott denn hier? Da tuckert was. Da tuckert was in dem Ding. Da ist was drin, was tuckert. Das tuckert so laut, das höre ich ja bis nach Hamburg. So, können wir da hinschießen? Schießt ihr? Nee.
Gut, das klappt schon mal nicht. Angreifen. Wählen Sie ein Gebiet aus, das Sie unter Feuer nehmen möchten. F6. Das Gebiet möchte ich unter Feuer nehmen. Juckt aber meine Artillerie nicht. Ah, okay, das juckt sie. Was ist denn im Radio? Haben wir hier so einen Schussradius? Quasi, dass sie so aufgestellt sein muss, dass es eine Reichweite in dem Radius drinne liegt, quasi. Also, dass ihr versteht, was ich meine. Also quasi, dass man sagt, die kann ja nur gerade schießen. Dass ich die quasi erstmal manuell umdrehen müsste. Oh. Ich hoffe, dass die Leute sterben. Okay, wir können uns Autos kaufen. Panzerwaffen. Oh, Kunstschafter und Scharfschütze. Das klingt nice. So, was haben wir denn noch? Ein Mörser. Ich liebe Mörser. Okay, da tuckert es gleich mal. Hör mal auf zu tuckern. Geh mal raus aus deiner Karre. Hallo? Hör auf zu tuckern da. Geh. Hallo? Ah. So, das ist ein Scharfschütze und sein Kollege, der ihm das Schwert hält. Ist das schlecht? Oh. Okay, geht mal dorthin. So, pass auf. Ich möchte, dass ihr... Okay, habt jetzt genug dahin geschossen. Schieß mal auf das Ding. Jetzt probieren wir es mal aus. Genau, ihr bewegt euch mal dorthin. Ja. So, können wir jetzt dann dorthin schießen. Okay, wir sehen hier eine Zahl. Ah, aha. Ja, Feuer. Gut, soviel zu dem Thema. Ja, warte mal, die Range passt doch, oder? Da zielt... Ah, ich glaube, das Problem... Ah, warte mal. Wahrscheinlich wegen... Ah, okay. Ich weiß, warum. Wir müssen auf die Straße hoch, oder? Könnt ihr da hin? Ja, genau. Schiebt das Ding mal dahin. Ich glaube, die haben keinen Sichtradius zu dem Teil da drüben. So, mein Mörser. Wie ist es denn mit euch? Könnt ihr da hinschießen? Blub. Gut, erstmal nicht. Hätten F6 wahrscheinlich machen müssen für Bodenangriff. Ja, sehr schön. Das klappt. Ja, geil. Wenn da Leute drin waren, sind sie jetzt auf alle Fälle tot. Und die haben keinen Sichtradius zu uns, glaube ich. Deswegen denke ich mal, die sind richtig am Arsch, die Boys. Sehr schön. Okay, dann... Da komme ich leider nicht hin. Ich würde da mal gerne hinschießen. Ich würde gerne wissen, ob da, was da drinnen tuckert. Passt das von der Range? Geht das? Normalerweise schon, oder? Ja. Sehr schön. Wir nehmen die auf alle Fälle jetzt erstmal fett unter Feuer. Wir räuchern die hier quasi aus, die Hunde. So, ihr hört auf zu schießen. Wie kann ich denn hier... Stopp. Nicht mehr schießen. Habt ihr den Befehl jetzt gehört? Oder ich sag stopp, nicht mehr schießen. Die schießen trotzdem noch. Oder auch mit dem Scheiß. Feuer einstellen, jetzt halt. Okay, gut, funktioniert nicht so richtig. Da macht einfach ein anderes Ziel. Wir haben hier drüben ja auch noch Ziele, aber da komme ich so gerade gar nicht hin. Das ist alles nicht in unserer Reichweite. Die Stellung hier sollte auf alle Fälle tot sein in der Zwischenzeit. Können wir nochmal versuchen, ob wir dort mit hinschießen können. Sieht man sogar, wo die einschlagen? Ah ja, gut, sehr schön. Wir haben das Ziel geändert. Aber wie kann ich, warum kann ich nicht befehlen, dass die aufhören soll? Ach, in der Bewegungsmodus. Wie stoppe ich den auch? Wie stoppe ich den Angriff? Ach gut, wir können die Waffenart wechseln. Weiß ich trotzdem nicht, wie ich den Angriff stoppe. Okay, guck mal kurz in die Steuerung. Gibt es hier eine Steuerung? Ja. Okay, pass auf. Direktsteuerung. Was? Direktsteuerung? Direktsteuerung? E und T? Ah, lol. Okay, wir können selber schießen und so. Ja, sobald ihr euch in Position gebracht habt. Okay, pass auf. Wir haben hier die Linien schon mal gut ausgedünnt. Die schießen zwar noch eine Stunde weiter. Gibt es hier irgendwo Deckung? Oder ist das hier alles so, wie ich es mir hier vorstelle? Das ist alles... Ah, da gibt es einen Baum. Geht mal dorthin. So, ihr Boys. Legt euch mal hin. Und kriecht mal vor. Ja, ihr könnt auch gerne noch eine Woche weiterschießen, bis ich herausgefunden habe, wie wir das... Sprinten, Hocke, schnelle Waffe, Waffe 1, 2, 3, 4, 5, wie viele Waffen können die mitnehmen, ey? So, Feuermodus wechseln, Ü. Bam, Ü, okay. Abbrechen, F, okay.
Okay, hat geklappt. F hat geklappt. Oh, irgendwas schießt auf uns. Warte, nicht sterben. Wo ist denn mein anderer? Digga, bleib am Leben. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist einfach weg. Ock dich mal hin. Ach, da ist er. Ja, ja, komm. Einmal dorthin rennen. Schnell. Oh, da schießt aber einiges. Ja, 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 ich auch. Okay. Sheesh, Alter. Hey! Jetzt steht er einfach auf. Okay, krass. Juckt ihn gar nicht. Er ist Held. Er geht einfach hoch. Okay, hock dich hin. So, ihr bleibt jetzt einfach mal da. Nein. So. Oh, da kommt was. Nee, wir sehen jetzt einfach nur, was da abgeht. Ah, die sind auf alle Fälle tot. Okay, gut. So, also, das hat schon mal gut geklappt hier. Okay, die sind sehr unentspannt gerade, meine Kollegen hier. Auch die in dem Panzer. So, könnt ihr da hinschießen? Müsste doch eigentlich in Range sein, oder? Ja, die schießen auch sehr schön. Also, sobald es in Sichtreichweite, die kann man schießen. Oh, was geht denn da ab? Oh, da ist der Panzer, von dem ich geredet habe. Da, wir sehen ihn. Also, ich habe nicht von ihm geredet. Ich habe nur gewusst, dass er da ist, auf alle Fälle. Ich glaube, der schießt auch schon drauf, oder? Okay, der Mörser ist sehr ineffizient. Kann der Mörser? Könnt ihr? Boah, geil. Schieß mal auf den da drauf. Irgendwas schießt auf uns. Ich weiß auch was. Wir haben noch keinen Schaden erlitten. Er lebt auf alle Fälle noch. Kann... Ist die... Könnt ihr da hinschießen? Ist das eine Range? Ganz knapp nicht, oder? Nein. Oh, der wird beschossen, oder? Also wir reißen auf alle Fälle die Hütte ab. Ah, wir sehen hier oben die... Ah, wir sehen hier oben Geschosse fliegen. Okay, Feindgeschütz. Was ist... Da ein Feindgeschütz? Also nicht hinschießen. Ich überlege gerade noch einen Mörser. Noch einen Mörser zu holen. Also wir treffen ihn auf alle Fälle gut. Die Frage ist, juckt ihn das oder nicht? Was haben wir denn noch? Wir haben HE und dann haben wir noch Rauch. Okay, Rauch braucht man nicht. Rauch habe ich kein Interesse. Dann HE ist halt gut gegen Infanterie. HE macht überhaupt keinen Sinn gegen Panzer. Deswegen macht es eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, was ich hier treibe. Deswegen würde ich vielleicht lieber mal sagen, dann schieß mal lieber auf die Stellung hier oder so. Würde vielleicht sogar noch eher Sinn machen. Okay, schicken den mal weiter vor. Macht mal eure Karre hier an. Haben die auf mich geschossen? Hast du das gerade richtig gesehen? Hör mal auf mit dem Scheiß, Alter. Verstehe aber keinen Spaß hier. Ich höre Feindpanzer. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Wichtig wäre es halt für mich, dass wir jetzt auf den Panzer da schießen können. Wenn er noch da drinne ist, wovon ich stark ausgehe. Jetzt haben wir ihn auf alle Fälle in der Range drin. Kann man das Feuer öffnen oder... Ist es out of range? Ist nicht in range. Okay, wir werden von hier irgendwo beschossen. Von da. Wir versuchen nochmal uns einen Mörser zu holen. Kommt er denn? Der Mörser? Da kommt er. Also das Ding ist, solange die das Geschütz da haben, brauchen wir nicht mit... Panzer vorrücken, weil das Geschütz würde unseren Panzer natürlich killen. Dafür sind diese Geschütze da. Okay, pass auf. F war abbrechen, ne? Könnt ihr denn da drüben... Ah, hier ist aber auch stellungstechnisch echt ekelhaft. Also gehen wird's. Einfach mal einschießen. Aus Langeweile. Genau, bringt euch schon mal in Position. Schau mal kurz, wie das bei euch aktuell ausschaut. Wir müssten da hinschießen. Das Ding müssen wir wegkriegen.
So, der schießt dorthin. Ah, das gibt's nicht. Warum nicht schießen? Ah doch, jetzt schießen sie gut. Hoffe ich, dass es ein direkter Treffer wird. Okay, das ist perfekt eingeschlagen. Ah ja, das sind auch indirekte Treffer. Gut. Okay. Die schießen auf unseren Mörser. Aber wir haben hier einen Treffer gelandet. Oh, da ist ein Typ. Da war ein Typ. Habt ihr gesehen? Die Frage ist, hat das jetzt gereicht mit dem Mörser oder nicht hier? Oh, das war auch ein direkter Treffer eigentlich. Man hört irgendwelche Geräusche? Okay, gut. Was ist mit euch? Seid ihr soweit wieder... Ihr seid soweit wieder fit. Gut, dann würde ich sagen... Geht mal hochgucken. Ah, nicht so. Okay. E? T? Ah ja, genau. Ah, okay. So, wir sehen... Wie sie sehen, sehen wir gar nichts. Schön. Aber weiter vorgehen habe ich auch keinen Bock, weil hier ist nirgends Cover, Alter. Das ist so richtige Scheißlage hier. Okay, die Artillerie ist tot da drüben. Also wenn die noch lebt, das... Also pass auf, wir speichern mal kurz. Wir können ja speichern, pass auf. Wir nennen das Ganze... Ich habe Angst 1. So, speichern das Ganze. Und drücken jetzt mal hier mit unseren Panzern vor. Schieben das Ding mal hier hin. So, du schießt hier noch fleißig hin, ja? Oder nicht? Nee, sieht mir nicht so aus. Warum denn nicht? Ah, hast keine Munition mehr. Ich bräuchte den Versorgungslaster, bitte. Weil ich habe nämlich keine... Da ist der Panzer. Shit, der Panzer lebt noch. Oh, meine Artillerie schießt drauf. Können wir bitte alle drauf schießen? Es wäre relativ wichtig, diesen Panzer da loszuwerden. Die können natürlich wieder nicht drauf schießen. Ey, ich werde hier noch zum... Ich werde hier noch zum Arzt, Ja. Blärt, jawoll. Tod und Verderben. Der ist kaputt. Oh, da sind Einheiten. Genau, immer raus mit deinem Kopf. Siehst schon, was du davon hast. So. Was ist denn jetzt hier los? Hab da nicht mein Auto kaputt gemacht, oder? Ne, gut. Greifen euch an, oder was? So, dann bringen wir dich mal hier hin. So, du erstmal auf zu schießen. Viel zu teuer, meine Munition. Okay. Gehst du mal hier hin, weil hier gibt es so eine kleine Böschung. Glaube ich. Aber vielleicht nicht so offenkundig. So ganz entspannt mal dahin. Könnte nicht dein geduckter Haltung dahin laufen? Okay, scheinbar nicht. Legt euch mal hin. Also kriechen tun sie. Also Panzer ist kaputt. Sehr gut. So, du munitionierst hier schön auf. Habt ihr noch Munition auch, ne? Gut. Da rücken wir jetzt mit dem Panzer ein bisschen weiter vor. Was? Noch ein Panzer? Oh, das ist scheiße. Haben wir irgendwas zum Schießen? Okay, das war ein kompletter Fehlschlag, dieser Schuss. Was ist denn mit dem eigentlich? Wo kommt der denn überhaupt her? Ja. Ah, da kommt ja noch einer. Was haben denn die alles hier? Das ist schlecht. Haben wir noch irgendwas, was fahren kann? Was fahren kann? Nochmal ein Panzer. Jawohl. Okay, der Panzer ist kaputt. Der Panzer aber noch nicht. Das ist das Problem gerade. Dass dieser Panzer da noch lebt. Ah, das war leider auch kein Treffer. Ah, und? Der hat auf alle Fälle auf die Schnauze bekommen. Nochmal auf die Schnauze bekommen. Der hält einiges aus. Jetzt ist er kaputt. Official. Officially ist er kaputt. Sehr schön. Muss ich jetzt eigentlich nur das Ding erobern oder muss ich beide Ziele erobern? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, tatsächlich, um meinen kaputten Kopf. Aber wenn wir das Ziel auch erobern müssen, können wir jetzt immerhin dann versuchen, hier seitlich die irgendwie anzugreifen, indem wir unsere Front neu ausrichten. Du musst repariert werden.
Aber scheiße, weil... Keine Ahnung, ob hier jemand reparieren kann von den Boys. Also scheinbar ja. Kann man da mehr... Ja, komm. Da ist feindliche Infanterie, oder? Wollte er den brennenden Panzer löschen, oder was war seine Mission? Noch einer? Jawohl, weg mit den Fässern. Alkoholkonsum bin ich eh dagegen. Im Krieg nicht. Okay, rückt mal weiter vor. Können wir die Schützengräben rein eigentlich? So, die für uns nutzen? Okay, nicht alle. Ja, aber vielleicht in die andere Richtung gucken. Weil wir greifen an und nicht verteidigen. Okay, die greifen alle. Hallo? Machen wir mal das hier so. Lebt er noch? Nee, oder? Was schießt denn hier auf mich? Hallo? Okay. Gib mal alle rein. Gib mal alle rein in den Schützengraben schnell. Oh, das ist böse. Oh, das sind Verluste. Ah, da oben sind die Feinde. Einige unserer Jungs sind direkt gestorben. Scheiße. Leute, ihr könnt wir gerne... Können wir gerne alle einmal in den Schützengraben reingehen. Und dann vielleicht sogar in die richtige Richtung angreifen. Oh, genau. Okay, wir haben ein paar Verluste erlitten. Okay, haben wir Medics? Da, beim Heilen. Ja, ja. Sind jetzt eigentlich Leute von mir gefallen? Der wird repariert. Ah, da steht ein Feind. Meine Granate schmeißen? Ja. Fahrzeug wurde repariert. Granate fliegt. Und? Ah, Bruder, du bist am Arsch. Das ist halt so blöd. Ja, die kriegen den ganzen Tag Verstärkung, sehe ich gerade, oder? Ach, da ist ein Sniper. Oder was? Interesting. So, der wird immer noch repariert. Gut, dann machen wir jetzt mal mit den Boys weiter vor. Wo ist mein anderes Fahrzeug? Das schicken wir auch mal weiter vor. Kann eigentlich nur einer reparieren oder reparieren die beide? Ja, der kann auf alle Fälle nicht reparieren. So, noch irgendjemand, der hier am Verrecken ist? Nee. Ich glaube, ich habe nicht mal Leute verloren, glaube ich. Was war denn jetzt hier eigentlich die Aufgabe? Ich habe es vielleicht vergessen. Ich glaube, die Aufgabe war... Klar, die Karte zu gewinnen. Ah, Schlamm. Schlamm ist schlecht. Okay, da hinten, die müssen wir uns auf alle Fälle holen. Das macht am besten der da. Und dann werden wir wahrscheinlich... Jawohl. Super schlau. Scheiße. Fahr du mal bitte dorthin. Komm. Haben die sich festgefahren? Fahr mal zurück. Lass den mal jetzt bitte erstmal hier raus manövrieren, komm. Ja. Und du darfst jetzt dorthin fahren. Ach, das ist ein Sperrding. Alter, ich bin auch so blöd. Sorry. Für alle, die sich jetzt gerade auf den Kopf geschlagen haben. Es tut mir leid. So. Ach, da drüben ist Infanterie. Lol, das ist Infanterie. Da war Infanterie. Hat sich unser anderer Panzer gerade drum gekümmert. Okay, dann flankiert die mal von hinten. Sehr gut. Also, das hat schon mal ganz gut geklappt hier. Das Feldgeschütz, weiß ich nicht. Wollen wir das klauen oder so? Ich habe keine Ahnung. So. Das Ding bringen wir auf alle Fälle jetzt erstmal irgendwo hier so hin. Mein Mörsergeschützteam hier geht mal weiter dorthin. Wir müssen jetzt natürlich die anderen noch wegmachen. Ich sehe irgendwo noch Feinde. Ziel erreicht. Sichern Sie die Brücke. Okay. Und jetzt? Okay. Also wir haben das erste Missionsziel geschafft. Jetzt müssen wir das zweite Missionsziel noch schaffen, oder? Warte mal kurz. Silhouetten hervorheben. Gegenstände hervorheben. Sehe ich? Missionsziele sehe ich nicht, oder was? So. Gibt quasi keine. Ist hier noch irgendjemand? Ah, lol. Steht einer drinne. Da ist so ein kleiner MG-Richtschütze. Können wir den vielleicht totschießen? Da ist er. Schießt!
ohne reinzufahren. Scheiße. Leute, kommt. Killt ihr mal einer bitte jetzt. Kann doch nicht sein, oder? Dass er da hinlebt einfach den ganzen Tag. Also sie haben es bis jetzt sehr gut geschafft, finde ich. Sehr, sehr geringe Verluste. Sehr viele Feinde ermordet. Schaut's mit dem Panzer aus. Immer noch sehr schlecht. Ja, so eine Reparatur dauert lange, ne? Was zum Aufmunitionieren? Okay. Können wir dorthin schießen? Blub. Bisschen das Feuer aufnehmen. Boah, ich müsste eigentlich passen, ne? Ja. Aber der ist unzufrieden mit seiner Position hier. Bisschen weiter nach oben vielleicht. Wo ist mein anderer Mörser? Gut, der ist auf alle Fälle tot. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich möchte jetzt auch nicht hier zu krass vorrücken, weil wir halt auch nicht genau wissen, wie die Stellungen hier verteidigt sind. Da sind auf alle Fälle komplett Panzersperren. Außer hier, da ist kein... Ah, Fahrzeug repariert. Sehr nice, das Fahrzeug ist ready. Nächster Panzer ist ready, du stellst dich gleich mal dort mit hin. So, speichern das Ganze hier nochmal. Ich habe Angst. Das ist mein Noob-Safe. Ich würde an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Macht mir bis jetzt sehr viel Spaß. Läuft auch besser als erwartet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.